Hallo und herzlich willkommen bei Patron zurück. Es ist ein bisschen her, ich hatte es aber Ende letzten Jahres angekündigt, dass ich Patron erst weitermachen möchte, wenn die Folgen regelmäßiger kommen können. Jetzt ist das neue Jahr, ein schöner Samstag, den ich wieder mit einer Mischung aus Fleiß und Spaß verbringen werde. Und zum spaßigen Teil gehört zum Glück Patron und zum fleißigen Teil der Haushalt. Aber ja, Patron soll jetzt wieder regelmäßig jeden dritten Tag kommen. Das würde ich gerne schaffen. Ich habe jetzt nächste Woche ein relativ zeitaufwendiges Projekt, aber ich hoffe, dass ich eigentlich heute so 4-5 Folgen schaffe. Damit bin ich bei 2 Wochen und dann sollte ich hoffentlich auf der sicheren Seite sein. Und das schreit mich aber an die Stadt. Wo ist denn mein... Da... Kein Feuerholz auf Lager. Ich weiß gar nicht, ihr kriegt das natürlich mit, wenn ich das Spiel verlasse, weil dann der Spieleton weg ist. Aber ich wollte noch mal gucken. Ich sitze einigermaßen gut in der Kamera. Ja, ich habe mich mal ein bisschen tiefer gesetzt, weil ich sonst immer höher saß. Und dann habe ich so runtergeguckt und dann hat man eigentlich fast nur meine geschlossenen Augen angeschaut. Und wir kaufen ganz dringend noch mal Feuerholz. Hallo? Feuerholz. »200. Verkaufen wir etwas?« »Ja, Fisch. 500 geht noch. Also minus 500. Handel. Dass mal ein bisschen mehr Feuerholz reinkommt. Also Holz ist noch da, aber kein Feuerholz. Das heißt, die Schreinerei... Nein. Zeugschmied, Lagerbestand, Sägewerk. Hier, das Sägewerk. Bisschen weniger Wartung. Produktion erhöhen. Ach, das ist schon Mist. Da bleibt nur die Expansion. Oder man würde nochmal... hier hinten Feuerholz herstellen. Aber eigentlich würde ich das Gebäude erstmal fertig expandieren, weil einen Arbeiter mehr brauchen wir so oder so. Und der hat dann auch schon alle weiteren Upgrades dabei. Möchte ich mal in die 12 Transporteure, 23 Arbeiter. Alle Stellen sind voll besetzt, oder? Ja. So, es gibt keine großen Pläne. Was ich jetzt allerdings auch festgestellt habe, ich hatte Potioncraft aufgenommen und da zwischendurch mal einen Schluck getrunken. Und man hört voll dieses Glucksen und das Schnauben in die Tasse rein. Und das ist echt nicht schön. Also... Das muss man sich nicht anhören. Ich meine, ja, ich trinke, ich gluckse dabei, aber deswegen muss es ja nicht. Ich bin ein Freund von die Realität zeigen, wie sie ist. Oder behandeln, wie sie ist. Aber deswegen muss ich euch das ja nicht genau ins Ohr glucksen. Ne? Also das tut nicht Not. Ich gebe ganz offen zu, dass es so ist, aber antun muss ich euch das nicht. So, schläft er? Nein, er betet. Natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genannt hatten, diese Glaubensrichtung. Mit dem Kleriker und... Bisschen glaubensneutraler hatte ich das irgendwie bezeichnet, aber ich weiß nicht mehr wie. So, du klagst über... Benötigte Ressourcen fehlen im Lager und das wird das Feuerholz sein. Isoliert ist das Gebäude. Dafür muss ich erst Wachhaus erforschen. Was bist du? Die Schule. Die hat auch kein Feuerholz mehr. Ich hoffe mal, dass gleich... Boah, es braucht ja noch ewig. Bis dahin ist ja das neue Jahr vorbei. Hier wird... Wein angebaut. Naja.
du produzierst gerade noch Bier, kannst aber bald Wein herstellen. Darauf freue ich mich. Was ist das? Medizin. Das braucht noch ein bisschen. Aber es wird hier allgemein wieder grüner, ne? So, es scheint zu klappen, dass hier dieser Förster Priorität, genau, Pflanze. Dadurch wird es allgemein grüner. Diese Forstwirtschaft ist schon voll ausgebaut. Richtig. Ich schau mal in den Forschungsbaum. Denn das neue Rathaus war ja nur... Den Hafen haben wir. Oh, das Wachhaus könnte man machen. Aber dann haben wir keine Baumstämme mehr. Weberei und Färberei. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich hoffe, er hat das Muten des Mikrofons genommen. Und ich schaue einmal nach, ob er das Entmuten wieder genommen hat. Sieht so aus. Gut. Also wir brauchen definitiv auch mehr Feuerholz. Jetzt, erstmal möchte ich gerne die Forschung fertig gucken. Weil ich eigentlich auf etwas hinaus wollte. Eine Kuhfarm, Traum des Webers, Schneiderei. Zweigeschossiges Haus klingt auch schön. Aber ich hatte es erforscht, um was zu machen. Papier, großer Platz, Buchbinderei. Ich weiß es nicht mehr. Also gehen wir mal zurück. Man könnte natürlich Öl noch anbauen. Ein Gasthaus wäre eigentlich auch schön. Aber dafür fehlt das Holz. Ein Gefängnis hat auch was Spannendes. Habe ich hier am Anfang vielleicht noch irgendwas, um die Forstwirtschaft zu verbessern? Holzkohlebrenner? Nee, das... Heimunterricht, Propaganda, Turmbrücke, kleiner Hof. Nein, leider nicht. Schade, wie schaut's hier aus? Ja, jetzt ist April. Boah, ich brauche auf jeden Fall fürs nächste Jahr mehr Feuerholz. Also. Gut, die Bodenkarten konnte ich mir mit G, genau. Bodenfruchtbarkeit war hier nicht so hoch. Eigentlich wollte ich auch mal nach Süden ausscheren. Und ich glaube, das ist jetzt einfach mal der Tag, wo man das macht. Wenn man sagt, Produktionsgebäude. Jagdhütte, Försterhütte. Ja, die hat hier aber auch eine Top-Effizienz, ne? Also,
Daran soll's nicht scheitern, an der Bodenfruchtbarkeit. Wobei da vielleicht das Nachwachsen der Bäume. Wenn ich mal so vergleiche, 90, 100, macht es jetzt auch nicht besser, ne? Also. Ich würde sagen, hier könnte man mal rübergehen. Direkt in ein Naturschutzgebiet zu kommen wäre nicht so schlau. Da kann man lieber hier noch eine zweite Brücke machen. Oh ja, ich mache da eine zweite Brücke, die die Stadt macht. Genau, so. Stopp. Ich habe gerade gar nicht... Einmal kurz Pause. Ich habe gerade gar nicht hingeguckt, wie rum es gedreht ist. Försterhütte. Den Weg hätte ich nämlich schon gern nach oben. Dahin. Und direkt daneben ein Depot. Ihr pausiert bitte. Eine große Steinbrücke. Ach, die ist... Ist die doppelt? Ja. Die ist einfach, ne? Macht das irgendeinen Unterschied? Nee. Dann hätte ich die hier gern als Trampelfahrt. Stein. Gut, das überstehen wir. Und dann gibt es erstmal bis hierhin. Und hier kann ich nicht bauen. Nein, gut. Macht aber nichts. Dann kommt hier der Weg längs bis an das Steinfeld. Wenn ich hier hochgehe. Ja. Das gefällt mir. Jetzt bin ich mal gespannt, was da draus wird. Und wie weit ging jetzt der Radius der Försterhütte? So weit. Entschuldigung, ich bin gerade noch ein bisschen... Jetzt habe ich mir das nicht richtig gemerkt, ne? Bis da zu diesem freien Feld. Das heißt, das kann ich einfach wirklich mal zu Wohngebäuden machen. Und zwar zwei Felder von dieser Linie weg. Hier hätte ich gerne eine breite Brücke rüber. Eine große Holzbrücke. Und zwar geht die hier los. Kommt hier an. Reicht das Bauholz nicht für. Verdammt. Würde das reichen? Ja. Dann würde ich einmal die Brücke bauen. Nein, Quatsch. Konzentration hier. Einmal den Weg hier runter. Dann die einfache Holzbrücke. Du kommst noch mal weg, weil ich nämlich gerne wegetechnisch hier eine
Kreuzung hätte, damit man auch hier entlang gehen kann. Hier noch ein bisschen Platz. Nee, das muss eigentlich nicht sein. Der Weg geht hier noch weiter. Und dort kommt dann das erste Wohnhaus hin. Das kann auch erstmal pausieren. Denn ohne Brücke wird das... Ist die schon fertig? Tatsächlich. Dann können wir hier ja auch die Försterei und das Depot aufbauen, ne? Das ist ja in Ordnung. Kann ich hier eigentlich zufällig... Ne, es sind wirklich dekorative Elemente, ne? Ja. Danke sehr. Aber damit... Ach, Brücken sind sofort fertig. Die werden gar nicht konstruiert oder errichtet, sondern die stehen. Ja gut, sie sieht ein bisschen mickrig aus. Ich glaube, designtechnisch hätte man auch auf ein paar Pfeiler verzichten können. Aber das ist in Ordnung. So, und dann kommt gleich das Handelsschiff. Ich freue mich auch so, dass wir einen Hafen haben. Darauf warte ich jetzt kurz, dann geht's weiter. Komm schon, komm schon. Schade, dass hier nicht irgendwie ein Schiff anlegt. Das kann ja aus dem so einfaden bei der Anfahrt. Aber es wäre schon cool, wenn hier dann so ein Segler anlegt. So, Feuerholz. Holen wir uns nochmal 300. Und kloppen dafür nochmal 400 Fisch weg. Und dann machen wir immer noch einen kleinen Gewinn. Hier grünt und blüht alles. Das ist sehr schön. Das ist auch schon fertig. So, hier würde ich gerne direkt verbessern. Dünger auch auf jeden Fall. Ja. Und ein Arbeiter mehr. So, wie steht es eigentlich um die Gebäude? Ein leerstehendes Gebäude. Das war zu erwarten. Gut, aber dann haben wir jetzt tatsächlich mit mal ratzfatz und völlig unangekündigt ein neues Gebiet erschlossen. Hier mache ich dann später noch einen Kräutersammler hin. Aber grundsätzlich... Ist das echt gut. Stein haben wir auch nicht genug, als dass wir hier einen Steinweg draus machen würden. Hier könnte man aber vielleicht noch einen Acker hinbauen. Kriegt man auch noch mal ein bisschen Holz rein. Wie weit war dein Radius? Ja, wunderbar. Schalte ich mal das Gitternetz aus. Und jetzt gehen wir nochmal in die Forschung. Sonnenblumenanbau wäre vielleicht als nächstes ganz spannend. Hier war nur noch Deko. Ja. Habe ich an irgendwelchen Produkten Mangel? Stein könnte man noch mal gucken. Ob wir da was... Weil eigentlich hätte ich gern noch eine zweite... Feuerholz-Dings. Ich muss erstmal wieder mit der...
Steuerung zurechtkommen. Ein Sägewerk. Habe ich das gerade nicht angeklickt? Sägewerk. Das ist schon ganz schön riesig. Vielleicht mache ich das mal hier hin. Ja. Normale Baustufe. Ich hoffe, ich lasse mich jetzt nicht dazu zu verleiten, zu viel auf einmal zu bauen. So, Pilze, wie machen die sich denn? Wo ich gerade die Pilzfarm gesehen habe. Pilze 0. Wir besitzen aber eine Pilzfarm, oder? Pilzfarm. Wir expandieren mal. Und Stein. Kostet weniger Wartung, das heißt bisher nicht genug Arbeiter natürlich. Ja, ein bisschen weniger Baumstämme, ist doch nett. Eisen haben wir genug dafür. Dann zahlen wir jetzt 20 weniger Holz pro Jahr. Oder pro... Ja, pro Jahr. Ach, der produziert Quarz. Du produzierst Stein, ne? Ja. Gut, dann stellen wir jetzt auch noch mehr Quarz her. Darauf habe ich gerade nicht geachtet. Hupala. Echt. Bernhard. Du baust und baust und guckst nicht, was du machst. Und das ist gar nicht die Stimme von Deckard von Torhafen. Er klang ein bisschen gepresster in der Stimme. Fast wie ein kleiner Fiesling. Doch er ist gar kein Fiesling, sondern ein großer Unterstützer von Bernhard seinen Ideen. Ja genau, das ist der Deckard von Torhafen. Hier könnte man eigentlich so eine Art Knick reinbauen, oder? Findet ihr nicht auch? Ein Knick. Warum geht das nicht? Soll das da einen Weg darstellen? Tatsächlich. Schade aber. Aber hier kann ein Knick hin. Das sehe ich doch. Auch nicht. Gut, dann hätte ich gerne hier eine Hecke. Oh, die kostet auch wieder Holz. Na gut, ist jetzt mal so. Hat keiner gesehen. Die Försterei ist fleißig dabei. Ich finde auch schön, dass alle Depots miteinander verbunden sind. Das heißt, sie können wirklich einfach hier ihr Material einlagern. Und zack. Ist es bearbeitet. Oh, da wohnt tatsächlich jemand drin. Das heißt, ich habe keinen Leerstand mehr, ne? Richtig. Du musst aber isoliert werden. Auf jeden Fall. So, das sieht doch gut aus. Mehr Arbeiter braucht man, ne? Hier ist doch eine Schule. Ja, die Schule geht bei weitem nicht weit genug. Das heißt, hier entsteht ein kleines neues Dorfzentrum. Eigentlich wollte ich ja mal nach da, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal nach hier. Wie sieht das hier mit Bodenschätzen aus? Bodenfruchtbarkeit. Erzraster.
gar nichts. Da unten erst wieder. Dort hinten. Okay, Bodenfruchtbarkeit. Ja, hier könnte man ein bisschen anbauen. Und dort. Aber hier ist ja jetzt die Forst... Ne, die... Doch, da ist die Forstwirtschaft. Und den Anbau mache ich eher hier im Einzugsbereich von dem großen Hof. Dann kann man hier ja noch eine Brücke bauen und hier anbauen. Aber das sind großartige Pläne, um die man sich später kümmern kann. Und hier wächst das ganze Kraut einfach, ne? Unmöglich sieht das aus. Diese Kräuter hier. Aber das ist ein sehr schöner Weg. Was gibt es hier? Pflaumen. Hoppala. Die produziert auch fleißig. Wie sieht es denn allgemein aus? Ihr braucht auch Hafer. Hafer ist 2000 auf Lager. Locker. Hatte gerade schon Angst, dass das vielleicht ein bisschen knapp wird, aber dem ist gar nicht so. Hier ist eine weitere Schule. Isolieren wir die doch mal. Da geht noch eine Stufe. Ziegelsteine haben wir. Stein, naja. Wie steht es um die hier? Boah, bis Stufe 5 geht das, aber die braucht 320 Holz. Die auch. ...360. Okay. Oder verbraucht die so viel, weil die noch viel mehr Schüler hat als die hier mit den zwei? Bist du schon voll expandiert? Ach nee, die Expansion ist. Entschuldigung. Ja, mein Fehler. Aber da fehlt es uns leider an Stein. Und da nicht genügend Arbeiter im Dorf sind. Wie so häufig. So, aber sonst würde ich nochmal in die Forschung jetzt gehen, bevor diese Folge endet. Und es fehlt an Holz und Stein. Aber ein Wachhaus. Weißt du was? Das machen wir einfach mal. Zack. Gekauft. Und... ja, dann würde ich jetzt ein bisschen Haushalt machen, ein bisschen aufräumen, wischen, also nicht alles auf einmal. Ich will ja zwischendurch auch aufnehmen. Wobei, ich könnte in die Stadt, ich habe mir nämlich ein Buch bestellt. Clara und die Sonne. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es genau ging. Aber es ist wohl ein Buch, das... Achso, ja. Ein Buch, wo ein... Ich glaube, also das ist jetzt wirklich, wirklich gefährliches Halbwissen. Ich hatte nur so einen Absatz, Buch, in einer Computerzeitschrift gelesen. Aber ich glaube, es geht um ein Mädchen, das sich mit einer KI anfreundet. Und das fand ich sehr spannend. Ich lese sehr gerne Science-Fiction-Romane. Ich lese eigentlich gern diverse Romane. Oder Genres, Fantasy auch, Science Fiction, was habe ich noch da so stehen? Ein paar Minuten haben wir ja noch und die nutzen wir auch mal. Oh ja, Jules Verne lese ich auch sehr gerne. Ich mag seinen Schreibstil sehr gern und seine Geschichten. Und ja, das einzig Krimiartige, was ich habe, wäre, wenn man es als Krimi bezeichnen möchte, Flavia de Luz. Mit der wundervollen Gladys noch dabei. Ja, und auf jeden Fall
bin ich, was meine Science Fiction angeht, sehr von Philip K. Dick beeinflusst. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Buch wird. Und ich glaube, das mache ich gleich. Ich schnapp mir mein Fahrrad, fahre in die Stadt und hole das Buch ab. Das liegt da nämlich schon seit einer Woche in der Bücherei. Ich habe das in der Woche vergessen und gestern fiel es mir ein, wo ich dachte, das Buch, das wolltest du ja noch abholen. Nicht, dass sie es zurückschicken oder einfach ins Sortiment aufnehmen und verkaufen, weil ich es einfach nicht abhole. Und deswegen verabschieden wir uns mal von... Jetzt haue ich hier mal gegen das Mikrofon, ne? Bin ich schon ganz aufgeregt. Von Bernhard und Deckard von Torhaven und aus Toril Büttel. Büttel? Nein, Büttel. Büttel. Ja. Und ich bedanke mich, dass du zugeschaut hast. Und mein festes Ziel, es ist kein Versprechen, aber mein festes Ziel ist es, dass Patron wieder alle 3 Tage kommt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!